Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, 8,34 Milliarden Euro umfasst der Entwurf des Haushalts für den Bundesinnenminister. Mit 5,89 Milliarden Euro haben wir 2014 begonnen. Das ist eine Steigerung um 41%, meine Damen und Herren. Dazu kommen bereits beschlossen in dieser Legislaturperiode 4.600 neue Stellen bei den Sicherheitsbehörden. Und wir werden in den kommenden Wochen mit der SPD darüber reden, diese Zahlen noch einmal substanziell zu verstärken. Und der Bundesminister Schäuble hat heute in der Debatte eine Zahl ins Spiel gebracht, 4.500 zusätzliche Stellen für die Sicherheitsbehörden in den nächsten Jahren. Das ist eine gute Grundlage, auf der wir beraten werden. Meine Damen und Herren, innere Sicherheit, äußere Sicherheit ist ein Herzensanliegen der CDU/CSU. Genauso ein Herzensanliegen wie solide finanzielle Haushalte. Und meine Damen und Herren, beides zusammenzubringen, zum vierten Mal einen Haushalt ohne neue Schulden und ohne Steuererhöhungen vorzulegen und gleichzeitig in der Art und Weise massiv bei den Behörden der inneren Sicherheit zu investieren, das ist Handschrift der Union und das insbesondere auch von Wolfgang Schäuble und Thomas de Maizière. Herzlichen Dank für Ihre Arbeit. Wenn ich jetzt die Debatte heute hier so verfolge, dann merkt man ja, dass plötzlich alle für mehr Polizisten sind. Und das freut mich auch, dass wir hier keine Überzeugungsarbeit mehr leisten müssen. Aber meine Damen und Herren, wenn Sie mehr für innere Sicherheit tun wollen, dann reicht es nicht nur, mehr Polizisten zu fordern. Dazu gehört dann zum Beispiel auch unseren Sicherheitskräften Rückendeckung bei ihrer Arbeit zu geben. Und zu den Sicherheitskräften gehören Polizisten, dazu gehören Soldaten, aber dazu gehören auch die Mitarbeiter vom Bundesnachrichtendienst und vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Und meine Damen und Herren, wenn ich die Debatten hier verfolge und wenn ich auch die Diskussion zum Beispiel im NSA-Untersuchungsausschuss verfolge, dann mache ich mir an der Stelle echte Sorgen. Glauben Sie denn, dass ein junger Mitarbeiter des BND, der in Bad Aibling arbeitet, wenn er zum ersten Mal bei seinen Schwiegereltern zum Kaffee eingeladen ist, gerne und stolz davon erzählt, wo er arbeitet? Ich glaube, selbst wenn er es dürfte, tut er es im Moment nicht. Und dabei ist seine Arbeit angesichts der Welt- und Sicherheitslage für unser Land so wichtig wie nie zuvor. Und meine Damen und Herren, er braucht klare Regeln für seine Arbeit. Dafür sorgen wir. Aber er braucht auch die Rückendeckung der Politik. Und wir als CDU/CSU stehen hinter unseren Sicherheitskräften, wir stehen hinter unseren Polizisten, wir stehen hinter unseren Soldaten und wir stehen auch hinter den Mitarbeitern unserer Nachrichtendienste und danken Ihnen für Ihre Arbeit. Meine Damen und Herren, wer mehr für Sicherheit in unserem Land tun möchte, muss auch den Sicherheitsbehörden die Befugnisse geben, um ihre Aufgaben tatsächlich zu bewältigen. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel Wohnungseinbrüche. Ich habe gestern erst mit einer jungen Frau gesprochen, die hat mir berichtet, sie hat als Kind vor 20 Jahren in ihrem Haus einen Einbrecher ertappt. Es ist nichts passiert, war sofort weg, es ist auch nichts gestohlen worden. Aber dennoch fühlt sie sich bis heute unwohl, wenn sie dort alleine übernachten muss. Und meine Damen und Herren, alle von uns kennen diese Geschichten. Und dann stehen wir einer Aufklärungsquote von 15% gegenüber. Das ist doch nicht hinnehmbar. Und wenn die Polizei sagt, sie braucht mehr Möglichkeiten, zum Beispiel auf die Kommunikationsdaten der Einbrecher zuzugreifen, um internationale Banden dahinter aufzuklären, meine Damen und Herren, dann müssen wir doch das ermöglichen. Und die Innenminister der Union gemeinsam mit dem Bundesinnenminister haben dazu im Sommer eine Reihe von Vorschlägen gemacht. Und ich kann nur jeden bitten, der es ernst meint mit der inneren Sicherheit, diese Vorschläge auch in den kommenden Wochen zu berücksichtigen. Weil es wäre ein Armutszeugnis für diese Koalition, wenn wir uns nur verständigen könnten, dass wir einbruchsichere Fenster plötzlich mehr fördern. Auch das ist wichtig. Aber das ist nicht mein Verständnis von innerer Sicherheit. Und ich glaube auch, das ist nicht das Verständnis der Mehrzahl der Bevölkerung. Und meine Damen und Herren, die
Statistiken über die Wohnungseinbrüche sagen auch noch eine andere, haben auch noch eine andere Aussage. Und zwar, dass es einen Unterschied macht, wo man wohnt. In Nordrhein-Westfalen ist die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines Einbruchsdiebstahls zu werden, 6-mal höher als in Bayern. Und es liegt jetzt nicht daran, dass es in Bayern weniger zu holen gibt. Und meine Damen und Herren, die Antwort kann auch nicht sein, dass wir jeden, der Angst vor Einbrechern hat, plötzlich empfehlen, nach Bayern zu ziehen. Und auch in Bayern sind die Anzahl der Einbrüche noch zu hoch. Und deswegen braucht die Polizei in ganz Deutschland die Möglichkeit, effektiv gegen Wohnungseinbrüche vorzugehen. Bei den gesetzlichen Rahmenbedingungen im Innenbereich haben wir in dieser Legislaturperiode bereits einiges erreicht. Ich denke an die Verschärfung des Asylrechts, die Erleichterung von Abschiebungen, die klare Unterscheidung zwischen Flüchtlingen aus sicheren Herkunftsländern und Flüchtlingen aus Bürgerkriegsgebieten. Und ich könnte jetzt die ganzen Asylpakete und alle Maßnahmen aufzählen. Für viele Probleme haben wir eine Antwort gefunden. Aber das Kernproblem in Deutschland ist und bleibt, es muss immer zuerst etwas passieren, bevor etwas geschieht, meine Damen und Herren. Und das ist unser Problem. Und so bitter es ist, weil ich jetzt den Kollegen von Notz sehe, das war ich jetzt den Kollegen von Notz von den Grünen sehe, so bitter es ist, es muss erst noch mal in Köln passieren, bevor die Grünen im Bundesrat bereit sein werden, leichtere Abschiebungen nach Afrika zu ermöglichen. Oder ich nehme ein anderes Beispiel, das auch schon in dieser Debatte eine Rolle gespielt hat, der Einsatz der Bundeswehr im Inneren. Ich sage Ihnen voraus, dass wenn heute ein groß angelegter Terrorangriff oder eine Katastrophe passiert, bei dem die Bundeswehr helfen kann, sei es beim Objektschutz, sei es bei einer sanitätsdienstlichen Versorgung von Verletzten, dann wird es plötzlich im Haus hier einen ganz großen Konsens über einen Einsatz der Bundeswehr geben. Meine Damen und Herren, wenn dann der Einsatz nicht funktioniert, dann sage ich Ihnen voraus, wird es hier ein ganz großes Geschrei geben, warum er denn nicht funktioniert und wer die Verantwortung dafür trägt. Und wenn man schon weiß, dass sowas kommen kann, dann muss man sich auch darauf vorbereiten. Und deswegen sind Übungen zwischen Bundeswehr und Polizei unter klarer Führung der Polizei natürlich sinnvoll. Aber wenn Sie jetzt den Unterschied auch zwischen der Union und den anderen Parteien hier feststellen wollen, dann brauchen Sie nur Zeitung lesen diese Tage. In Baden-Württemberg lehnen SPD und Grüne, mit Ausnahme des Ministerpräsidenten, aber die Partei der Grünen, gemeinsame Übungen von Polizei und Bundeswehr ab. Kollege Brandl, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Kollegen Reichenbach? Gerne. Danke, Herr Kollege. Um die Debatte jetzt bei dem Thema nicht völlig von der sachlichen Grundlage weglaufen zu lassen, können Sie mir folgende Frage beantworten. Die Situation, die Sie eben geschildert haben, Hilfe der Bundeswehr bei sanitätsdienstlichen Versorgung, Hilfe der Bundeswehr bei Katastrophen, können Sie mir erklären, an welcher Stelle wir eine Grundgesetzänderung brauchen, um diese Hilfe zu ermöglichen? War übrigens auch regelmäßig, auch was die Übung betrifft, bei den Vorbereitungen zur WM in Deutschland mit eingeplant. Auch damals hat niemand über Grundgesetzänderungen diskutiert. Und der zweite Teil, würden Sie mir zugestehen, dass die Bundeswehr in vielen Bereichen gar nicht mehr in der Lage ist, weil sie zum Beispiel gar nicht mehr die Lazarettreserven hat, um im großen Umfang im Inneren tätig zu werden? Und sind Sie da nicht viel eher gefordert, beim Bundesverteidigungsministerium einzufordern, dass solche Reserven überhaupt geschaffen werden, bevor sie über die Bundeswehr als sozusagen innenpolitisches Polizeiersatzinstrument diskutieren? Da freue ich mich auch. Das ist natürlich Taktik der SPD an der Stelle. Wir haben überhaupt nicht und in meiner Rede an keiner Stelle eine Grundgesetzänderung gefordert. Und es war auch überhaupt nicht Gegenstand der Debatte. Keiner meiner Vorredner hat eine Grundgesetzänderung gefordert. Es geht rein ganz allein um gemeinsame Übungen. Und es kann natürlich sein, das Ergebnis der Übungen ist, Herr Reichenbach, da stimme ich Ihnen gerne zu,
Das Ergebnis der Übungen ist, dass zum Beispiel die Polizei an einer Stelle besser ausgestattet werden muss. Es kann aber auch sein, dass die Bundeswehr an einer Stelle besser ausgestattet werden muss. Aber um es festzustellen, muss man gemeinsam üben. Und ich sage Ihnen den Unterschied. SPD, Grüne, Baden-Württemberg lehnen Übungen ab. In Bayern ist der Landesinnenminister Joachim Herrmann im Moment in einer Wehrübung. Noch bis zum Donnerstag ist er als Oberstleutnant der Reserve im Landeskommando Bayern aktiv, um gemeinsam mit der Bundeswehr die Zusammenarbeit im Katastrophenfall, im Krisenfall zu üben. Und das ist der Unterschied, meine Damen und Herren. Dass Bayern jetzt seit Jahren das sicherste Bundesland ist, das liegt jetzt nicht daran, dass Bayern das dürfen sich setzen. Dass Bayern das sicherste Bundesland ist, das liegt jetzt nicht daran, dass die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr so gut klappt, sondern es liegt daran, dass sich die Sicherheitskräfte in Bayern verlassen können, dass die Politik hinter ihnen steht, und zwar bevor etwas passiert. Und wenn ich jetzt unter meine Rede ein Resümee ziehe, dann habe ich eigentlich nur ein Plädoyer, dass wir im Bereich der inneren Sicherheit wieder vor die Lage kommen, dass nicht zuerst etwas passieren muss, bevor wir hier handeln. Und da haben wir großen Nachholbedarf. Und eine Antwort darauf ist dieser Haushalt. Thomas de Maizière hat exzellente Vorarbeit geleistet. Nichtsdestotrotz stehen uns in den nächsten Wochen intensive Beratungen ins Haus. Und bei allen politischen Unterschieden darf ich als Hauptberichterstatter für den Etat mich ganz herzlich schon mal bedanken für die gute und kollegiale Zusammenarbeit, auch über die Fraktionsgrenzen hinweg. Wir sind uns in der Sache nicht immer einig. Wir finden aber persönlich meistens auch zueinander und eine Lösung. Herzlichen Dank, Roland Klaus. Herzlichen Dank, Anja Heiduck. Und herzlichen Dank, Martin Gerster, der heute aufgrund der anstehenden Geburt eines Kindes verhindert ist. Wir werden das entsprechend auch berücksichtigen bei den Verhandlungen, dass er auch trotz dieser Verhinderung gut mit eingebunden wird. In diesem Sinne wünsche ich uns allen viel Erfolg für die kommenden Wochen und bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Kollege